Und dann darf ich den Ministerpräsidenten bitten zu Tagesordnungspunkt 90. Meine Damen und Herren, ich bin ganz froh, dass ich Gelegenheit habe, den Antrag der SPD gleich zu beantworten. Ich gehe mal der Reihe nach vor. Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass sich laut Presseberichte CDU-geführten Länder am vergangenen Mittwoch, einen Tag nach der Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten, auf einen weiteren Corona-Gipfel für kommenden Sonntag verständigt haben. Dazu erkläre ich hier, das ist falsch. Eine solche Verständigung gibt es nicht. Ich weiß nicht, wo Sie es herhaben. Das ist aber schlichter Unsinn. Zweitens. Der Landtag fordert die Landesregierung und insbesondere den Ministerpräsidenten auf den Landtag über die für Sonntag avisierte Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zu informieren. Das tue ich sehr gerne. Bis zur Stunde gibt es keine Entscheidung darüber, wann und wo überhaupt eine Konferenz stattfindet. Kollege Wintermeyer sitzt jetzt gerade in einer Schalte, wo die Chefs der Staatskanzlei versuchen, sozusagen sich vorzubereiten auf eine Konferenz. Das Ganze muss man im Zusammenhang damit sehen. Die Bundeskanzlerin ist heute und wahrscheinlich auch morgen mit dem Europäischen Rat beschäftigt. Und ohne sie macht es ja vergleichsweise wenig Sinn. Und das hat ja auch nur Sinn, wenn wir ein bisschen vorbereiten können, was wir wie konkret eigentlich vereinbaren wollen. Dazu gibt es reichhaltige Presseerklärungen, Stellungnahmen, Spekulationen. Ich beteilige mich, wie Sie wissen, grundsätzlich nicht an solchen Dingen. Ich äußere mich nie vorher, weil das alles aus meiner Sicht wenig hilfreich ist, weil zur Stunde niemand ernsthaft sagen kann, wie wir was am Ende konkret beraten. Zum Dritten. Ich soll dem Landtag darüber Auskunft geben, mit warum und in welchem Rahmen der Regierungserklärung und der folgenden Landtagsdebatte über die Initiative der CDU-geführten Länder ich nicht informiert habe. Das ist relativ einfach. Eine solche Initiative gab es nicht. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben. Also, das müssten Sie jetzt einmal erläutern. Und wir können uns ja gegenseitig die Zeit stehlen mit haltlosen Spekulationen. Aber so viel will ich Ihnen jetzt einmal erzählen. Bei der letzten Ministerkonferenz, Mittwoch vor einer Woche, gab es eine intensive Diskussion über die Frage, sollen wir vor Weihnachten noch einmal zusammenkommen oder nicht. Da waren einige Kollegen der Auffassung, das sollten wir tun, und einige waren der Auffassung, und immer quer über die Parteienlandschaft. Und das ist mir schon ein Anliegen. Die Dinge sind zu ernst, als dass man das jetzt parteipolitisch links oder rechts einsortiert. Das macht alles gar keinen Sinn. Und dann gab es eine breite Auffassung, das sollten wir nicht tun. Wir sollten das nicht tun, denn wenn wir ankündigen, dass wir vor Weihnachten zusammenkommen, dann gibt es wieder eine riesige Erwartungshaltung. Alles wird immer durchgestochen, eine vernünftige Diskussion ist nicht möglich. Das sollen die Chefs der Staatskanzlei machen. Und wenn dann notwendig, schalten wir uns telefonisch zusammen. Das war das Ergebnis der Konferenz Mittwoch vor 8 Tagen. Der bayerische Kollege hat dann am Sonntag erklärt, er finde, man müsse doch tagen. Das Kanzleramt hat sich dann mehr oder weniger diesem angeschlossen. Bis zur Stunde gibt es unter den Kollegen keine einheitliche Haltung, wie wir damit umgehen. Es liegt ja auch auf der Hand, wenn man eine solche Konferenz ankündigt, dann darf es ja nicht bei der Ankündigung bleiben, da muss man auch Beschlüsse fassen. Und die Beschlüsse sind nicht einfach. Und Sie fragen auch, mit welchen Festlegungen ich in diese Konferenz gehe, wenn sie denn stattfindet, und sie wird stattfinden, und wahrscheinlich am Sonntag irgendwann, vielleicht aber auch am Montag, das wissen wir noch nicht. Es gibt keine Festlegungen. Das wäre ja völlig töricht. Stellen Sie sich mal vor, jeder der Kollegen kommt mit Festlegungen nach dem Motto, ich bin festgelegt, und das erklären sich gegenseitig 16 Kolleginnen und Kollegen. Dann kommt die Bundesregierung dazu und sagt, wir sind auch festgelegt. Dann kann man sich eine solche Konferenzpflicht schenken. Das ist absoluter Unsinn. Der Sinn der Sache muss dann völlig anderer sein. Und jetzt kommen wir mal zur Sache. Wir erleben eine massive Steigerung der Infektionszahlen, die nun bedauerlicherweise auch heute, wenn ich das richtig sehe, weiter angestiegen sind. Wir haben eine sehr kritische Situation, insbesondere in den alten Pflegeheimen. Wir haben eine kritische Situation auch in manchen Bereichen der Krankenhäuser.
Und dann ist es richtig, und so machen wir das immer, dass wir nicht sagen, wir haben mal vereinbart, wir treffen uns irgendwann, sondern es gibt nach meiner Überzeugung eine vergleichsweise breite Übereinstimmung, dass wir jetzt handeln müssen. Und wenn wir jetzt handeln müssen, liegt doch auf der Hand, es geht immer im Kern um das Gleiche, welche Instrumente haben wir, um diese Entwicklung zu stoppen und zurückzuführen. Und da ist der erste Punkt wie immer Unterbrechung der Kontakte. Und wenn es um die Unterbrechung der Kontakte geht, das habe ich Ihnen, glaube ich, am Dienstag schon einmal vorgetragen, dann haben Sie nur die Möglichkeiten, dort, wo Menschen sich treffen, einzugreifen. Und ich habe Ihnen am Dienstag auch schon einmal gesagt, allzu viel haben wir nicht mehr. Und jetzt geht es um die spannende Frage, welche Instrumente haben wir? Und nehmen wir mal an, am Sonntag tagen wir. Da macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, für Montag etwas zu verkünden. Das muss man vorbereiten, man muss es durchdenken und man muss auch eine Konzeption haben. Und jetzt fange ich mal an mit den Läden. Wer auf die Idee kommt, die Läden zu schließen, der müsste auch eine Idee haben, was sagen wir eigentlich den Inhabern, wie und in welcher Weise wir sie eigentlich entschädigen wollen. Frau Kollegin Faeser, weil Sie mich so freundlich anschauen. Ich versuche seit Mittwoch herauszukriegen, ob die Bundesregierung irgendeine Vorstellung hat, wie wir das machen. Und der von Ihnen so hochgelobte Kanzlerkandidat Ihrer Partei, den habe ich am Mittwochabend gefragt, sag mal, Olaf, was machen wir? Wir können doch nicht Läden schließen und gleichzeitig ohne Antwort bleiben, was wir mit denen machen. So, jetzt kennen Sie das ganze Elend, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe, 3, 4, 5. Also muss es um die Frage gehen, wie ist unsere Antwort? Und die kann aus meiner Sicht nur so aussehen, dass wir eine Entschädigung bezahlen. Sie können doch nicht die Läden zumachen und den Leuten sagen, sieh mal zu, wie du weiterkommst. Und diese Entschädigung ist nicht banal. Bisher waren die Läden immer auf. Die Entschädigung für Läden ist in keiner einzigen Rechnung drin. Und jetzt ist die Bundesregierung dabei, es gibt keine Zeile Papier dazu, es gibt auch keine Auskunft, zu überlegen, ob man das in die Überbrückungshilfe 3 irgendwie integrieren kann. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Dann muss man sich über die Frage unterhalten, und jetzt können Sie spekulieren, wann machen wir denn zu? Neige dazu, zu sagen, es macht vielleicht Sinn am 20. Es gibt aber auch Kollegen, die sagen, nee, nee, dann ruiniert ihr denen endgültig die letzten Chancen, dass sie was verdienen können. Lieber den 27. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, was da rauskommt. Aber wir haben eine Dezemberhilfe, die läuft bis zum 31.12. Da haben wir uns jetzt verständigt, die soll laufen nach den gleichen Kriterien wie die Novemberhilfe. Das bedeutet irgendwie rund um die 75% Umsatz. Wenn Sie das machen, dann schießt diese Dezemberhilfe in der Summe noch einmal um einen dramatischen Betrag nach oben. Das ist ja der Hauptumsatzmonat des Handels. Das kann man jetzt linksrum wie rechtsrum diskutieren, aber darüber muss man sich Gedanken machen und muss eine Meinung entwickeln. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe am Dienstag gesagt, ich bitte Sie um Solidarität. Das zweite Thema ist nämlich, die Länder sollen sich beteiligen. Schöne Grüße. Wir haben in dieser Woche über Haushalt diskutiert. Und wenn wir dann mal schauen, wo 16 Länder sind, jetzt will ich Sie nicht aufhalten allzu lang, aber wie Saarland, Schleswig-Holstein, alle ostdeutschen Länder, wie die überhaupt es finanzieren sollen, da wüsste ich gerne mal eine Antwort dazu. Und auch uns wird das treffen. Ich respektiere ausdrücklich, dass der Bund sehr großzügig bisher gezahlt hat. So, und ich weiß nicht, ob Sie eine Meinung dazu haben, ob wir jetzt als Länder dazu mitmachen sollen. Dann wäre ich dankbar, das können Sie ja vielleicht in der Diskussion mal sagen. Über diesen Punkt gibt es bisher gar nichts. Also ich habe jetzt bewusst mal damit angefangen. Sie können nicht schließen ohne eine Antwort, was Sie mit den Leuten machen. Und deshalb beteilige ich mich nicht an öffentlichen Verlautbarungen, die nicht wirklich sinnvoll sind, solange Sie keine gescheiten Antworten haben. Zweite Bemerkung. Es kann keine Festlegungen geben, schon allein aus dem Grund, weil wenn jeder seine Festlegung mitteilt, dann werden wir nie zu was kommen. Aber es macht ja auch keinen Sinn. Nehmen Sie jetzt mal den Tag. Wann wollen wir denn einschreiten?
Nehmen wir mal an, Hessen macht X und Rheinland-Pfalz macht Y. Das können Sie jetzt rund um uns diskutieren. Wir haben das große Glück, wir sind ausschließlich von Deutschen umgeben und jedes Land macht irgendwas. Es ist ja geradezu albern, sich vorzustellen, dass wir in Wiesbaden dicht machen und die in Mainz haben auf. Das ist epidemiologisch geradezu Wahnsinn, weil dann rennen alle dahin und umgekehrt gilt das Gleiche. Das heißt, wir müssen uns, wenn das irgendeinen Sinn machen soll, verständigen. Und diese Verständigung verbietet jede Festlegung vorher, weil sie sonst brauchen sie ja nicht mehr verhandeln. Und ich habe Ihnen zwei Daten genannt, die aus meiner Sicht zu überlegen sind. Und dann werden wir sehen, wie weit wir dort kommen. Es gibt einen dritten Bereich, der uns natürlich auch beschäftigen muss. Das machen wir mit den Schulen. Da lese ich auch, was da alles Mögliche stattfindet. Das wird in Hessen nicht stattfinden. Sie können doch nicht sonntags beschließen, ab Montag ist die Welt anders. Sie brauchen doch einen Vorlauf. Wenn Sie kein Chaos anrichten wollen, dann brauchen Sie Vorlauf. So, nächsten Freitag gehen die hessischen Schülerinnen und Schüler in die Weihnachtsferien. Das ist bei vielen Ländern ein ganzes Stück anders. Und deshalb werden wir kein Durcheinander produzieren, das kann ich Ihnen versprechen. Und wer Schulen schließt, der müsste eine Idee haben, was er eigentlich mit den Kindern macht. Die Leute arbeiten ja noch. Und wenn Sie dann von Betreuung reden, müssten Sie eine Betreuung über Nacht organisieren. Das ist alles albern, das kann man nicht. Hinzu kommt noch eins. Wenn wir die Schulen schließen, dann ist die Schulpflicht verletzt. Wenn Sie dann, jetzt nehmen wir mal Frau Faeser, wohin mit Ihrem Kind? Sie haben aber keine Betreuung, also bleiben Sie zu Hause und können nicht zur Arbeit. Wenn Sie nicht zur Arbeit bekommen, dann kriegen Sie auch kein Geld. Dann haben wir anschließend Schadenersatz zu bezahlen. Das kann ja nicht sinnvoll sein. Ne? Deshalb werden wir uns zu überlegen haben, wie wir, wenn wir wissen, was wir da am Ende rauskriegen, wie wir auch in Hessen darauf intelligent reagieren. Ich glaube, dass man das kann. Und wenn wir schon darüber reden, das erste Halbjahr ist am 30. Januar zu Ende, da müssen die ihre Halbjahreszeugnisse machen. Klassischerweise werden in den letzten zwei Wochen vor den Weihnachtsferien viele Klausuren geschrieben. Die könnte man vielleicht am Montag und am Dienstag noch hinbekommen, vielleicht auch am Mittwoch und am Donnerstag und Freitag sehe ich Lösungsmöglichkeiten, sage ich mal vorsichtig. Aber ich wüsste gerne auch mal, was die anderen machen. Weil zum Beispiel das Problem mit dem Schadensersatz, da spricht kein Mensch drüber, halte ich für aber ganz sinnvoll. Und ich will auch in der Woche vor Weihnachten die Eltern und die Familien nicht in eine ungewisse Situation bringen. Das ist doch geradezu unverantwortlich, wenn jeder da irgendetwas erklärt, und die Schulen werden irre. Die einen erklären, am Montag machen wir zu, die anderen erklären, am Mittwoch machen wir zu. Nein, das machen wir nicht. Wir werden die Schulen nicht zumachen. Und wir werden einen Weg finden, wie wir intelligent damit umgehen. Dritter Punkt. Oder nächster Punkt. Wie lange soll das Ganze eigentlich gelten? Auch darüber gibt es höchst unterschiedliche Auffassungen. Wenn ich es richtig einschätze, gibt es eine Verständigungsmöglichkeit vielleicht auf den 10.01. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das hat keinen Sinn, 15. Viele sind mit ihren Weihnachtsferienregelungen betroffen. Wenn wir den 10. nehmen, würden wir für uns okay. Die meisten Länder fangen aber viel früher an. Und man wird sich dann mit der Frage auseinandersetzen, wenn das nicht alles nach Gefühl und Wellenschlag gehen soll, müsste man eine Erfahrung haben, wie hat denn nun Weihnachten, Neujahr und diese Zeit gewirkt. Und nach allem, was wir so wissen, braucht es mal mindestens eine Woche, eher zwei Wochen, bis man die Auswirkungen einigermaßen beurteilen kann. Deshalb ist die Überlegung der Kollegen, die sagen, bis zum 15. von der Sache nicht so völlig daneben. Es hat aber viele andere Folgen. Deshalb sehen Sie, Festlegungen in dieser Frage nach dem Motto, ich kann mich keinen Millimeter bewegen, sind natürlich völlig absurd, kann man nicht machen. Und was wir in Deutschland machen müssen, damit die Menschen zusammenbleiben, ist, dass wir möglichst einheitliche Regelungen hinbekommen. Bei allem Respekt, ich will ja den anderen die Ferienregeln auch nicht sozusagen umräumen, genauso wie wir eine vernünftige Erwartung haben, dass unsere Ferienregelungen jetzt nicht über Nacht wieder geändert werden. Also wird man sich verständigen müssen. Und ich habe Ihnen die wesentlichen Punkte genannt. Und dann haben Sie gefragt, wie wird das an Weihnachten sein? Kann man mit der Familie feiern? Ja.
Dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, lassen wir es bei 10 oder gehen wir irgendwie runter. Da ist meine persönliche Meinung, es wäre vielleicht nicht schlecht, wir einigen uns auf irgendwas. Denn das trifft ja viele. Wo ich glaube, dass es keinen Sinn macht, ist, wenn wir wieder mit Hausständen anfangen, weil gerade an Weihnachten das Problem Hausstände zu abenteuerlichen Ergebnissen führt. Wenn Sie zwei erwachsene Kinder haben und die haben noch einen Partner, dann ist schon wieder alles zu Ende. Dann haben Sie mindestens 3, manchmal 4 Hausstände. Davon halte ich gar nichts. Und jetzt können wir noch über die Frage diskutieren, machen wir 8, 7 oder 6? Das weiß ich nicht. Ich habe am Dienstag ausführlich dargelegt, Weihnachten ist eine Kompromissentscheidung. Epidemiologisch feiert am besten jeder mit sich alleine. Dann macht es aber keinen Sinn, dass wir Monate und Wochen lang erklären, wir machen das jetzt alles, damit an Weihnachten die Menschen mal zusammen sein können. Und ich lege Wert darauf, dass wir in Hessen Linie halten. Hessen wird besonnen bleiben. Wir werden nicht von heute auf morgen alles ändern. Und wir werden, soweit es irgend möglich ist, im Konzert mit allen anderen zusammenbleiben. Denn die Herausforderungen sind so gewaltig, dass ich wirklich dafür werbe, dass wir hier beieinander bleiben. Ich kenne auch niemanden, ich kenne auch keine einzige Partei, die einen konkreten Vorschlag hätte. Es wird viel diskutiert und in diversen Talkshows abends lassen sich alle möglichen über alles aus. Das hilft uns in nichts. Wir müssen sehr konkret entscheiden. Und meine große Sorge ist, und damit will ich schließen, wir haben vereinbart, dass wir am 4. Januar die nächste Ministerpräsidentenkonferenz machen. Am 4. Januar mit der Bundeskanzlerin. Und spätestens da stellt sich ja dann die spannende Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation kommen, und da bin ich dankbar, wenn Sie sich äußern, dann kann ich ja die Meinungen mal aufnehmen. Machen wir, jetzt nehmen wir mal den 10., machen wir am 11. alles wieder auf oder nicht? Oder versuchen wir irgendeine Zwischenlösung? Wenn wir am 11. wieder aufmachen, erklären uns die Herren Drosten und Wieler und alle anderen, dann haben wir Ende Januar unter Umständen die gleiche Situation wie jetzt. Gehen wir dann in den 3. Und dann nützt mich nichts allgemeiner Erwägungen. Und weil Sie mich so nett anschauen, ich habe gestern mit dem Kollegen Ramelow diskutiert und habe gesagt, was macht ihr denn? In Thüringen schießen die Zahlen hoch ohne Ende. Dann hat er gesagt, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Eigentlich musste alles dicht machen. Wir ruinieren die Wirtschaft komplett. Und dann kommen noch die, die sagen, wir brauchen aber eine langfristige Planung. Machen Sie mal eine. Machen Sie mal eine. Ich kenne von niemandem eine Planung. Und wissen Sie, woran das liegt? Weil dieses verdammte Virus sich in einer Weise verhält, wie wir es nicht für möglich gehalten haben. Und weil wir auch nicht wissen, was in 2 Wochen ist. Wir wissen auch nicht, was in 3 Wochen ist. Und deshalb muss es dabei bleiben, dass wir eine Priorität haben, sonst werden alle irre. Wir müssen darauf achten, dass wir in den Kliniken nicht in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr handeln können. Schauen Sie sich Hessen an, was da gerade passiert ist. Im Rheingau-Taunus, in Limburg-Weilburg, überall die gleiche Situation. Wir haben in Altenheimen plötzlich ein massives Geschehen. Und jetzt können wir gerne darüber diskutieren, was wir in den Altenheimen machen sollen. Was wollen wir denn machen? Ich habe gestern fast nur telefoniert. Dann meldet sich ein Altenheim und sagt, wir können nicht mehr. Unsere Pfleger sind alle irgendwie infiziert. Wenn wir die hier nicht reinlassen, dann haben wir aber kein Personal mehr. Es macht auch keinen Sinn, zu testen ist auch schön. Es hilft aber nichts. Weil dort, wo diese Menschen sind, müssen sie auf engen körperlichen Kontakt arbeiten. Diese Menschen dort, die müssen gewaschen werden, die müssen gefüttert werden, die müssen umgelagert werden. Das können sie ohne unmittelbaren Kontakt nicht. Also denke ich darüber nach, mit vielen anderen, können wir Hilfskräfte organisieren. Und jetzt sage ich mal ein ganz simples Beispiel. Normalerweise können Sie nur Fachpflegekräfte dort einsetzen. Wenn die aber fast alle ausfallen, was machen wir denn dann? Ich habe mit Freude gesehen, dass auch in
kommunalen Verantwortungsbereich Landräte und Landrätinnen aufgerufen haben, mitzuhelfen. Und dann hat mir ein großer Heimbetreiber gestern Abend gesagt, um Gottes Willen, da stehen dann 20 Leute bei uns vor der Tür, wollen irgendwie helfen. Die bringen alles durcheinander. Für beides kann man Verständnis haben. Und trotzdem müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Das ist etwas, was mich am allermeisten berührt. Am allermeisten. Und wenn Sie jetzt irgendjemand von Ihnen eine ganz gute Idee haben, was wir jetzt ganz konkret machen, bin ich sehr dankbar. Und deshalb fürchte ich, dass wir gerade in diesem Bereich weiter erhebliche Erkrankungen und leider auch Tote werden verzeichnen müssen. Wir haben an anderer Stelle mal diskutiert über die Frage, können wir eigentlich verantworten, dass ältere Menschen überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben dürfen? Das ist eine ganz konkrete Frage. Verhängen wir ein komplett Kontaktverbot? Und da muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, ist das menschlich noch vertretbar? Da brauchen wir gar nicht über Grundrechte diskutieren. Das hilft den Betroffenen auch vergleichsweise wenig. Es wäre wahrscheinlich epidemiologisch ein Stück hilfreich. Wobei wir wissen, die Infektionen kommen durch die Pfleger rein. Auch darüber werde ich am Sonntag, wenn wir den Tagen, mit den Kollegen reden und sagen, was macht ihr? Sachsen zum Beispiel hat sich entschieden, hat gesagt, wir machen alles dicht. Da geht keiner mehr rein und keiner mehr raus. Dann habe ich gesagt, was machst du? Er sagte, ich kriege bergeweise Briefe. Ausgerechnet an Weihnachten kann ich meine Mutter nicht mehr besuchen. Sag ich, ja, das ist die Konsequenz. Oh, und jetzt können wir ja mal drüber diskutieren. Was machen wir denn jetzt? Welche Möglichkeiten haben wir denn? Und wenn Sie das alles zusammennehmen, bleibe ich dabei. Wir müssen handeln. Ich glaube, darüber besteht kein Zweifel. Es gibt eine klare Priorität. Das sind die Heime, das sind die Krankenhäuser. Wir müssen schauen, dass die Menschen noch in irgendeiner Weise an Weihnachten beieinander sein können. Da werden wir über die Größenordnung reden. Wir wollten immer, dass die Wirtschaft, soweit es irgend geht, nicht völlig zusammenbricht. Also muss man eine sehr kluge Entscheidung treffen, ab wann geschlossen wird. Das Beschließen, davon gehe ich mal aus. Die Daten habe ich Ihnen genannt. Und wir müssen zusammenbleiben, weil es sonst keinen Sinn macht. Und dann müssen wir uns noch unterhalten, wie lange machen wir das. Und Sie wissen, die Fraktionsvorsitzenden informieren wir dann immer, wenn wir wissen, was da ist. Und wir können auch gerne von mir aus hier im Plenum anschließend noch mal darüber diskutieren. Aber, meine Damen und Herren, sind wir uns nicht am Ende einig in einer solchen Situation, in der sehr viele Menschen Sorgen haben und die von morgens bis abends über jeden Sender sozusagen noch mehr Sorgen haben? Die brauchen jetzt kein Durcheinander. Und ich sage es noch einmal, das Letzte, was die brauchen, ist kein politischer Streit. Das kannst du völlig zur Seite legen. Sondern die brauchen eine entschlossene Antwort der Länder und der Bundesregierung. Auf offene Fragen eine Antwort, Stichwort Wirtschaftshilfen. Und wir müssen uns die Freiheit nehmen, je nachdem, wie die Entwicklung ist, auch erneut zu reagieren. Und wenn ich das alles zusammenfasse, ist aus meiner heutigen Sicht der 10.1. wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Ist die Frage, wann schließen wir, aus meiner Sicht zu entscheiden, entweder nächstes Wochenende oder nach den Weihnachtsfeiertagen. Ist die Frage Schule, wie vorhin erklärt, zu entscheiden. Und wir müssen uns entsprechend natürlich auch mit ein paar weiteren Fragen beschäftigen, die hier bisher nicht so im Mittelpunkt standen. Bleibt es bei den Quarantäneregeln, zum Beispiel bei den Einreisenden und viele andere weitere Punkte. Auch die werden Gegenstand unseres Gespräches sein. Meine Damen und Herren, Sie haben um diese Unterrichtung gebeten. Ich bin ganz froh, dass ich Sie darüber unterrichten kann. Aber bitte haben Sie Verständnis, eine gemeinsame, kluge Entscheidung, die kann man nur treffen, wenn alle, die da zusammenkommen, bereit sind, sich auf eine Gemeinsamkeit einzulassen. Und deshalb kann es keine Festlegungen geben.
welche Überlegungen ich habe, habe ich Ihnen vorgetragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für den Bericht. Die überzogene Redezeit waren 19 Minuten und 47 Sekunden. Damit fällt den Oppositionsfraktionen ein Zuschlag von 5 Minuten zu. Und da wir ja am Anfang verabredet haben, dass wir die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen mit aufrufen, würde ich das jetzt auch tun, Top 78. Das ist die Drucksache 20-4261 zu 20-4217 zu 20-3994. Und ich darf als erstes Frau Abgeordnete Wallmann für die Berichterstattung nach vorne rufen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich teile die Beschlussempfehlung mit. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Der Gesetzentwurf war dem Hauptausschuss in der 60. Plenarwoche am 8. Dezember 2020 nach der zweiten Lesung zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen worden. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 mit dem Gesetzentwurf befasst und ist zu der Beschlussempfehlung gelangt. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wallmann. Und als erstes hat sich zu Wort gemeldet der Abgeordnete Rock, Freie Demokraten, 10 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, Sie fragten am Anfang Ihrer Rede, warum wir davon ausgehen, dass am Sonntag sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin treffen. Ich glaube, wir haben antizipiert aus den Medien, dass es solche Vorbereitungen gibt. Im Laufe Ihrer Rede haben Sie das ja auch bestätigt. Und die Einmeldung, die wir jetzt über den Ticker der Online-Medien gesehen haben, hat ja während Ihrer Rede angekündigt, dieses Treffen wird stattfinden. Und von daher glaube ich schon, dass es richtig und sinnvoll war, dass wir jetzt, gerade jetzt gesagt haben, der Hessische Landtag ist zusammen, der Ministerpräsident ist hier und es wäre richtig, wenn Sie jetzt hier auch den Hessischen Landtag unterrichten, sehr geehrte Damen und Herren. Und Sie haben hier eine sehr ehrliche und eine sehr offene Rede gehalten. Das war zumindest mein Eindruck. Und darum will ich Ihnen auch mal offen und ehrlich spiegeln, warum wir diesen Antrag gestellt haben. Weil wir nämlich gestern immer wieder uns gefragt haben, gilt das noch, was am Dienstag hier in Ihrer Regierungserklärung erklärt worden ist, im Vergleich zu dem, was wir an Medienberichterstattung erhalten haben. Und wir dachten, na, vielleicht kündigt die Koalition, vielleicht kündigt auch der Ministerpräsident an, dass er von sich aus heute hier auftritt und unterrichtet. Und dann haben wir uns gestern Abend entschieden, mit einem, ich denke, freundlichen, höflich formulierten Antrag, doch das mit etwas mehr Vehemenz einzufordern. Jedenfalls ist das die Genese des Antrages. Wir sind der Meinung, wenn der Hessische Landtag zusammentritt, wenn eine solch dynamische Situation in unserem Land und in der gesamten Bundesrepublik Deutschland entstanden ist, zumindest medial auch nachzuverfolgen ist, dann ist das hier der Ort, in dem wir diese wichtigen Entscheidungen auch verkünden und erklären muss, sehr geehrte Damen und Herren. Davon sind wir überzeugt. Und warum ist das so wichtig? Der erste Grund ist, Sie haben das selbst hier gesagt, Herr Ministerpräsident, was Sie in den Medien hören, deckt sich nicht mit dem, wofür Sie stehen, der es ja entscheiden muss. Und genau das ist der entscheidende Unterschied, ob man in nicht öffentlichen Runden unterrichtet, aus denen durchgestochen wird, wenn dann irgendwas in den Medien steht, was nicht nachvollziehbar ist, oder ob es protokolliert hier im Hessischen Landtag öffentlich, transparent an diesem Pult gesagt wird und damit eine Glaubwürdigkeit und auch eine Stabilität in der Aussage hat, wie es eben keine Bild-Zeitungs-Einmeldung haben kann, sondern hier ist der Ort der Wahrheit, und so muss es auch bleiben, auch für die Regierung, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, und dann würde ich direkt auf das eingehen, was Sie hier auch gesagt haben, Herr Ministerpräsident. Es ist so, das Treffen wird stattfinden.
Und natürlich können Sie, wenn man in der Verhandlung eintritt, nicht heute schon sagen, was in der Verhandlung rauskommt. Das weiß jeder hier in diesem Raum, weil er schon Verhandlungen geführt hat. Aber Sie können sagen, mit welchem Ziel Sie in diese Verhandlungen eintreten und was Ihre Überzeugung ist und was Sie für richtig halten. Das können Sie auf jeden Fall hier dem Hessischen Landtag mitteilen, sehr geehrte Damen und Herren. Und da bin ich noch so ein bisschen nicht ganz klar in dem, was Sie gesagt haben. Sie haben auf der einen Seite gesagt, Sie wollen sich nicht festlegen. Sie wollen sich auf keinen Fall festlegen. Sie haben aber hier gesagt, auf jeden Fall bleiben in Hessen die Schulen auf. Das ist eine ganz klare Festlegung, die ich auch für richtig halte, sehr geehrte Damen und Herren, dass solange das irgendwie vertretbar ist, die Schule aufbleibt. Sie haben das hier ganz klar so als Festlegung gesagt. Und von daher, Herr Ministerpräsident, es ist ja auch eines, was Ihnen niemand nimmt. Ich habe das ja in der Rede am Dienstag auch schon mal erklärt. Nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes sind Sie hier zuständig. Sie tragen die Verantwortung. Und egal, in welche Konferenz Sie fahren, Sie machen die Verordnung und Sie tragen die Verantwortung, auch wenn Sie sich abgestimmt haben. Also am Ende entlastet keine Angela Merkel und kein Ministerpräsident eines anderen Landes Sie von dieser Verantwortung. Sie entscheiden am Ende hier in Hessen autonom, wie Sie mit dieser Krise umgehen, sehr geehrte Damen und Herren, und nichts anderes. Die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten haben Ihnen angeboten, die aus meiner Sicht, ich habe das auch hier gesagt, Verantwortung mit dem Hessischen Landtag zu teilen. Wir haben Ihnen das angeboten. Ich alleine wollte so eine Verantwortung, wie Sie sie tragen, niemals tragen. Ich kann Ihnen nur noch einmal anbieten, nehmen Sie das Angebot des Hessischen Landtags an, teilen Sie die Verantwortung mit uns, weil diese Verantwortung, wenn das schief geht, und wenn man, das geht gar nicht um justiziable Verantwortung, es geht wirklich auch um moralische Verantwortung an dieser Stelle, die besser auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich glaube, dass das richtig ist, das wird immer mehr deutlich, weil die Entscheidungen, die wir jetzt treffen müssen, sind von solch einer weitreichenden Entwicklung, sowohl wirtschaftlich, aber vor allem auch existenziell für die Menschen, die vom Tod bedroht sind, dass das eigentlich für einen Menschen zu viel ist, sehr geehrte Damen und Herren. Das gehört hier in den Hessischen Landtag. Was mich irritiert und was mich langsam auch nervös macht, und ich glaube, so geht es vielen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, wenn man Angela Merkel im Deutschen Bundestag gesehen hat, und sie diesen Eindruck der Verzweiflung ja zum Teil an diesem Pult abgegeben hat, und das von der Frau, die bis jetzt immer wie ein beherrscht in allen Lebenslagen gewirkt hat, wenn diese Frau an diesem Pult so reagiert, dann löst das auch selbst bei mir mittlerweile Nervositätsschübe aus, weil das eine Situation ist, die mich langsam an die Flüchtlingskrise erinnert, wo wir die Situation hatten, wo Menschen den Eindruck gewinnen konnten, wir kriegen die Situation nicht mehr unter Kontrolle, sehr geehrte Damen und Herren. Und das darf nicht sein. Es ist irritierlich, wenn man hier hört von den Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, dass man vielleicht nicht mehr weiß, wie man diese Lage in den Griff kriegt. Wir haben hier debattiert am Dienstag. Wir haben Vorschläge gemacht. Wir haben klar gesagt, wo wir Schwerpunkte sehen. Sie können nicht sagen, es gäbe keine Vorschläge, wie man die Krise lösen kann. Es gibt genau zwei Alternativen, die man entscheiden kann. Das haben wir am Dienstag hier ausdrücklich besprochen. Es gibt die Alternative 1, einen vollständigen, harten, sofortigen Lockdown, wenn man glaubt, dass die Krise so weit außer Kontrolle ist, dass wir kaum noch die Idee hatten, wie wir es in den Griff kriegen, dann muss es der absolute Lockdown sein, sofort und mit aller Konsequenz. Oder Sie sagen, wir wollen die gefährdeten Gruppen schützen und dann muss alle Ressource und nicht erst seit gestern, wo wir es diskutiert haben, sondern eigentlich seit 8 Wochen, seit 12 Wochen in die Altersheime, dorthin, wo die Menschen bedroht sind. Wir müssen mit aller Energie dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich impfen können und nicht auch noch auf irgendjemand warten, sondern das sind die beiden Alternativen, die auf dem Tisch liegen. Und dann muss man sie auch entscheiden, sehr geehrte Damen und Herren. Sie müssen sie entscheiden, das nimmt Ihnen niemand ab. Und da können Sie noch so viele Konferenzen machen. Sie müssen sie entscheiden. Und wir haben am Dienstag darüber gesprochen, dass da. Bisschen mehr Ruhe bitte. Herr Abgeordneter Rock hat das Wort. Sie haben doch noch die Chance, hier vorzukommen und sich mitzuteilen mit dem, was Sie wollen. Wir haben klar gesagt, wir.
Wir als Freie Demokraten haben klar gesagt, welche Alternativen auf dem Tisch liegen. Salamitaktik ist jetzt zu Ende, sondern jetzt müssen wir entscheiden. Das haben wir am Dienstag gesagt. Ich wiederhole das hier. Und Sie haben zwei Optionen, die Sie haben. Und darum entscheiden Sie sich endlich und hören Sie auf, dauernd um den heißen Brei zu reden. Also langsam frage ich echt, warum wir hier im Hessischen Landtag noch tagen, Herr Kollege Frömmrich. Wir haben am Dienstag hier eine halbe Stunde diskutiert. Ich habe in aller Deutlichkeit die Optionen und das dargelegt, was die Freien Demokraten wollen. Wir wollen keinen Lockdown. Das habe ich hier deutlich gesagt. Wir glauben, dass wir mit den vulnerablen Gruppen schützen können, dass wir besser durch die Krise kommen. Das habe ich hier deutlich gesagt. Sie hören einfach nicht zu. Das ist Ihr Problem, liebe Freunde von den GRÜNEN. Und es kann aber auch die falsche Entscheidung sein. Das weiß ich, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum habe ich ja gesagt, der Ministerpräsident ist in einer sehr schwierigen Lage. Und in dieser Lage hätte ich mir, wenn ich in seiner Lage war, gewünscht, dass ich es nicht alleine entscheiden muss. Weil er muss jetzt entscheiden, habe ich recht oder haben andere recht? Machen wir den Lockdown oder versuchen wir durchzukommen? Und das ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Aber sie muss jetzt endlich getroffen werden. Wir können nicht diskutieren, machen wir mal zwei Tage noch auf oder zu. Die Entscheidung muss her, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Alle mal wieder ein bisschen beruhigen. Gut, dann hat jetzt der Abgeordnete Richter von der AfD-Fraktion das Wort. 10 Minuten. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin über diese Regierungserklärung sehr glücklich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk, weil wir haben die ganze Zeit kritisiert, auch was das Impfschutzgesetz angeht, danke schön, dass wir als Opposition nicht einbezogen werden. Und hier ist es das erste Mal gewesen, so habe ich es empfunden, seit einem Jahr, dass der Herr Ministerpräsident deutlich aufzeigt, er weiß nicht weiter und wahrscheinlich die Bundesregierung auch nicht. Und das ist ein Ehrlichmachen, welches ich zuletzt angesprochen habe, wo ich gesagt habe, es ist jetzt der Punkt gekommen, wo die Politik die Probleme nicht mehr mit Geld zuschütten kann, sondern Lösungen sucht. Wir hatten vorher schon den Vorschlag einer Enquete-Kommission, weil wir als Politiker es uns – lassen Sie mich doch einfach ausreden – weil wir als Politiker es uns natürlich sehr schwer tun, wissenschaftliche Arbeit zu machen. Der Herr Ministerpräsident hat recht. Wir sind keine Wissenschaftler, wir sind Politiker, und wir müssen entscheiden nach dem, was die Wissenschaft uns dann vorgibt und an Informationen gibt. Und dass die sehr unterschiedlich sind, das erkennen wir in der gesamten Bevölkerung. Also ist das größte Problem, die Bevölkerung mitzunehmen, der Bevölkerung klarzumachen, worin das Problem liegt und wie wir das Problem lösen. Aus dem Grund bin ich hier auch gerne bereit, unsere Vorschläge vorzulegen, wohlwissend, dass diese Vorschläge auch bei uns in der Partei natürlich sehr umstritten sein werden. Aber auch da muss man sich ehrlich machen und muss sagen, das ist bei Ihnen so, das ist bei den Linken so, das ist bei den Grünen so, es ist überall so. Bei Ihnen tritt es nur nicht so offen zutage wie in anderen Parteien. Wir haben ein Stück weit mit unserem Parteitag in Calgar vorgemacht, dass auch das funktioniert. Das heißt also, wenn Sie jetzt lachen, ich habe, wissen Sie, Frau Böhm, ich habe sehr genau darauf geachtet, ob wir erkrankte Personen hatten nach Calgar, und mir ist kein einziger bekannt. Das muss ich sagen. Ich gucke da nämlich auch sehr genau hin, weil ich war auch sehr kritisch mit der Situation. Also wir haben hier keine Lobhudelei gefunden, über die wir normalerweise oder die wir normalerweise immer kritisieren. Also kann man das hier in dem Moment nicht tun. Der Herr Ministerpräsident hat völlig richtigerweise die Probleme der Gastronomie und natürlich der gesamten anhängenden Betriebe ebenfalls geschildert. Wenn der Regierung das bewusst ist, und davon ist ja auszugehen, weil ja man überall rumkommt, genauso wie wir, dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn hier auch klar wird, dass die Bundesregierung es auch nicht weiß, dann muss man sagen, dass unser Pandemieplan, den wir seit der ersten SARS-Erkrankung hatten, wohl nicht ausgereift genug ist, um einer schwereren Viruserkrankung irgendwie zu begegnen. Was also müssen wir tun? In der Tat muss der erste Ansatzpunkt sein, denn wenn wir an ein noch schlimmeres Virus kommen, dann frage ich mich, was wir dann machen.
Das heißt also, unser Pandemieplan muss erarbeitet und verbessert werden. Das findet ja zum Teil auch statt, aber das, was im Pandemieplan stand, ist zum Teil halt nicht umgesetzt worden. Und da sind wir bei den Alten- und Pflegeheimen, denn im Pandemieplan stand ganz deutlich drin, dass die Schutzausrüstung für die Altenheime und Pflegeheime entsprechend dort gelagert werden muss. Und dort steht auch drin, dass die Menschen, die dort arbeiten, also die Pflegekräfte, für die medizinische Versorgung der alten Menschen zuständig sind. Und jetzt haben wir hier wieder ein Problem. Das SARS-CoV-2 hat die Eigenschaft, dass es sich sehr schnell und sehr stark verbreitet. Und daran haben wir die Problematik, dass die Menschen wirklich begreifen müssen, wie es funktioniert. Und da haben wir in der Bevölkerung auch hier die Unterschiede, ja natürlich weltweit, aber haben wir auch hier das Problem, den Menschen klar sein muss, wie überträgt sich dieses Virus. Ob wir eine Kontaktbeschränkung machen können, dergestalt, dass die Menschen überhaupt nicht mehr miteinander umgehen, das wage ich zu bezweifeln. Denn wir kommen aus einem Sommer heraus, wo wir nicht so hohe Inzidenzen hatten. Das heißt also, wenn wir das jetzt machen, werden wir wahrscheinlich spätestens nach, ich sag mal, einem halben Jahr und im nächsten Herbst vor der gleichen Situation stehen wie heute. Das verändert sich dann nicht. Diesen Lerneffekt mussten wir haben. Das geht nicht anders. Das heißt also, wir müssen ein Stück weit mit diesen und wahrscheinlich auch anderen Infektionserkrankheiten leben und müssen uns darüber klar machen, wenn eine Impfung zum Beispiel nicht funktioniert, wir sind ja sehr kritisch, was die Impfung angeht, vor allen Dingen, was die Nebenwirkungen angeht, wenn diese nicht funktioniert, brauchen wir auch eine Lösung. Wir können uns nicht hinstellen und können sagen, die Impfung ist die ganze Hoffnung. Wenn sie es nämlich nicht ist, stehen wir wieder vor dem Problem, dann rettet uns vielleicht nach dem März, April der Sommer wieder ein Stück weit, aber dann geht es wieder los. Ich erinnere daran, es hat niemand hier im Sommer gedacht, dass die zweite Welle so wird, wie sie jetzt ist. Wir haben darauf hingewiesen, aber das ist jetzt nicht der richtige Punkt, um das... Ja, wir haben darauf hingewiesen. Wir haben darauf hingewiesen. Es ist mir erlaubt, dass ich das sage. Und deswegen freut es mich ja so, dass man diese Beteiligung dargestellt hat. Jetzt kommen wir zu den Maßnahmen... Jetzt kommen wir zu den Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das allererste, was man tun muss, ist, sich klar zu werden, wo helfen wann welche Masken. Und da sind wir Politiker eigentlich ein gutes Vorbild, das völlig falsch zu machen. Ich beobachte das die ganze Zeit, dass die falschen Masken getragen werden an Orten, wo sie gar nicht notwendig sind, und dort, wo sie notwendig sind, werden sie zum Teil nicht getragen. Das ist ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie eine FFP3-Maske tragen, bitte Entschuldigung, wenn Sie gerade mit dem Kopf schütteln, dann ist das beste Beispiel, dass Sie nicht verstanden haben, wie das Virus sich überträgt. Wenn Sie eine FFP3-Maske tragen, ist es erstmal uninteressant, ob Ihr Gegenüber eine trägt oder nicht. Sie sind geschützt und Sie schützen andere, außer Sie haben ein Ventil an dieser Maske. So, das ist Punkt 1. Wenn Pflegekräfte Schutzmaterial anhaben, können sie ebenfalls nicht erkranken und andere nicht anstecken. Das ist Punkt 2. Das heißt also, ich muss FFP2- und FFP3-Masken in einer gewissen flächendeckenden Möglichkeit den Menschen zur Verfügung stellen und ihnen sagen, ob das hier Sinn macht, an den Plätzen das zu tragen, mit den entsprechenden Abständen und einer relativ guten Durchlüftung, wie wir es mittlerweile gelesen haben, in dem Erlass, ist fraglich. Was nichts hilft, sind die Masken, die beim Hessischen Landtag rausgebracht worden sind, die Stoffmasken. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, das ist der erste Punkt, wo es klar ist. Zweiter Punkt. Warum helfen die jetzt? Das muss erst einmal klar werden. Warum helfen die jetzigen Maßnahmen nicht? Wenn Sie anschauen, wie die Menschen miteinander arbeiten, wenn Sie im öffentlichen Personennahverkehr schauen, dann sehen Sie auch, wenn sich jemand einen Schal vor die Nase bindet. Entschuldigung, im öffentlichen Nahverkehr wird das nichts bringen. Es wird Ihnen nichts bringen. Die Menschen zu Hause können Weihnachten feiern, wenn man ihnen klar macht, ihr müsst nicht die Kontaktbeschränkung haben. Ihr müsst eine gewisse Distanzierung zueinander haben, wenn ihr nicht ständig miteinander Umgang habt, dann macht das durchaus Sinn. Dann kann man sagen, ja, Sie schütteln mit dem Kopf, wie wollen Sie es anders lösen? Nein, hinter Ihnen der Frömmrich schüttelt mit dem Kopf, wie wollen Sie es anders lösen? Herr Frömmrich, schauen Sie, im Gegensatz zu anderen mache ich hier Vorschläge. Und die müssen Ihnen nicht gefallen. Die Enquete-Kommission ist dergestalt eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, weil Wissenschaftler mit Politikern diskutieren und nicht hier diese Ideologie-Sachen machen, die Sie da machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Diskussion. Kommen wir doch wieder zurück. Nein. Nein. Gut. Wir haben jetzt 12 Monate gewartet, bis wir zu dem Ergebnis kommen, dass der Herr Ministerpräsident hier steht und nicht weiter weiß. Bitte Entschuldigung, wenn Sie das sagen, und wir hätten im Januar oder im Februar damit begonnen, uns mehr zusammenzusetzen, dann würden wir heute nicht in dieser Situation stehen. Bitte schön, Herr Bellino, unterlassen Sie doch einfach dieses kleinpolitische
Klein, klein, das bringt uns doch, es bringt uns doch gar nichts. Also, wir sind bei den. Das Enquete. Also, die Zwiegespräche stellen wir jetzt mal langsam ein. Ja, richtig. Dankeschön. Um einen ordentlichen Pandemieplan zu erstellen, für jetzt und für später. Das kann nämlich parallel laufen. Sie werden es kaum glauben, der Ministerpräsident muss da nicht jedes Mal mit dabei sitzen, da können andere parallel noch Ideen dazu geben. Sie werden es kaum glauben, man kann parallel arbeiten, auch wenn das vielleicht in Ihrer Gedankenwelt nicht vorkommt. Das heißt also, der nächste Punkt, den man gestalten kann, ist, wir wissen, dass die Menschen in, Herr Bellino, bitte. Wir wissen, dass die Menschen in diesem Land sehr große Probleme mit der App hatten. Das war auch ein Schnellschuss. Die Leute hatten Sorgen, dass sie vom Staat mehr oder weniger überwacht werden. Das ist eine Frage dessen, das ist eine Frage des Vertrauens. Wenn die Politik ihr Vertrauen in weiten Teilen der Bevölkerung verloren hat, muss sie sich überlegen, warum. So, das ist erstmal ein entscheidender Punkt. Und jetzt habe ich noch eine Minute zehn. Und jetzt möchte ich diesen Vorschlag auch noch machen. Menschen können für sich selbst. Ich rede doch überhaupt nichts davon. Ich mache doch konkrete Vorschläge. Menschen können für sich selbst Protokolle erstellen. Sie können für sich selbst schreiben, mit wem sie gewisse engere Begegnungen hatten. Und dann kann man eine Rückverfolgung ein Stück weit nach für sich selbst machen und wird auch nicht vom Staat überwacht. Das sind Schritte, die man gehen kann, und das sind Möglichkeiten. Und wenn Sie jetzt so mit dem Kopf schütteln, warum sind wir in der Situation? Wenn Sie so allwissend sind, Herr Bellino, warum sind wir in der Situation? So allwissend sind Sie nicht. Und auch ich bin nicht allwissend. Deswegen will ich ja Wissenschaftler dabei haben. Was habe ich jetzt hier? Herr Bellino, Sie wechseln. Ich höre jetzt auf. Sie haben meinen letzten Satz. Hier in diesem Parlament geschieht wieder das, was immer geschieht. Wenn man konstruktiv mitarbeiten will, dann führen Sie die Diskussion auf eine andere Ebene, um Ihren Mitbewerber mehr oder weniger zu diskreditieren. Das ist das Einzige, was Sie können. Sie können nicht sachlich diskutieren. Sie sind dazu gar nicht in der Lage. Und ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten dafür, dass er dazu in der Lage war, dass er sehr genau nachgefragt hat, welche Lösungsmöglichkeiten man hat. Und wir bieten weiterhin an, an den Lösungsmöglichkeiten mit Wissenschaftlern zusammen mitzuarbeiten. Das ist unser Job als Politiker. Unser Job ist es nicht, uns gegenseitig hier mehr oder weniger zu bekriegen. Das ist nicht unser Job. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter.